Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Wir kämpfen jetzt als Nathaniel gegen Goldie und Sylvie. Und ich denke, bevor der Kampf beginnt, sollten wir Hovenian heilen. Und dann legen wir los, verdammt nochmal. Erstmal Yabba Kappa mit seiner Ulti-Seele. Ich habe keine Ahnung, was die alles drauf haben. Aber ich erinnere mich, dass wir die beiden gleichzeitig besiegen wollen. Wilder Fluss! Ja, es war gut. Dann, Hovenian. Oh, die Yokai sind ultra stark, seht es euch an. Hovenian, zeig, was du kannst. Los geht's! Powerpfote. Oh mein Gott, fantastisch. Okay, dann konzentriert eure Angriffe aber dann wieder auf Goldie. Währenddessen Schirmschirm seine Ulti-Seele vorbereitet. Oh, Hovenian muss gleich geheilt werden. Oh, Hovenian muss gleich geheilt werden. Shiamoku! Bam! Ja gut, das ging. Zum Glück habe ich meine eigenen Items dabei, was ziemlich gut ist. Denn wir können jetzt weitermachen. Und zwar mit der Ulti-Seele von Kuri Geller. Zack. Und zack. So. Ah, ich sehe schon. Das Vieh wird unsere Yokais heilen. Jawohl. Perfekt. Und dann mehrmals. Du bist dran. Dann sollten wir den Rest der Ulti-Seels am besten aufbewahren. Wir wollen ja beide gleichzeitig erledigen. Landung! Ja, es war gar nicht schlecht. So, Wichtel, du bleibst erstmal zurück. Ja, ja, herziger. So, es reicht. Dann ein bisschen auf Sylvie. Oh, ist das super, Leute. Schirmschutz, Abwehr verstärkt. Das ist gut. Ja, Schirmschirm kann nichts passieren. Ja, ein bisschen zu viel Damage. Stromschnellen, jawohl. Ja, ich muss noch eine zweite Ulti-Seele vorbereiten. Für den Fall der Fälle. Von... nehmen wir... Hovenian, ja. Wie gesagt, ich muss einfach aufpassen, dass ich beide gleichzeitig erledigen kann. Shit, da kommt die Beseelung. Los, 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 heilen! So, beide haben wieder ungefähr gleich viele KP. Und Wichtels Ulti-Seele ist auch voll, das ist gut. Die von Schirmschelm auch, ja. Okay, dann wieder ein bisschen auf Goldie. Wie gesagt, ich muss sie beide gleichzeitig erledigen, ansonsten ist es nicht gut. Jawohl, und alle Ulti-Seele sind gleich wieder soweit. Hilfe von Gegner Goldie schwindet, ja. Finde ich gut. Was machst du da? Wütender Angriff auf Goldie. Geschwindigkeit erhöht. Ist nicht wichtig. Wisst ihr was? Wir legen jetzt los. Mehrmals. Nee, shit. Das Ding will ich. Fuck, ich wollte das hier haben. So. Jetzt attackiert sie. Schnell. Jetzt hier! Oh, das war dann. Das war daneben. Okay, es war nicht gut. Das war nicht gut. Falsches Timing. Aber macht nichts. Macht gar nichts. Yabba Kappa ist besiegt. Wir sollen jetzt einfach nur alle auf Goldie prügeln. Dann wird sie schnell, schnell down sein. Wir warten mit den Ulti-Seels, bis Goldie soweit ist. Seht ihr, die kann uns gar nichts. Könnte man noch Kuri Gellers Ulti-Seele einsetzen, damit sie uns ein bisschen unterstützt. Die können gar nichts, die zwei. Lindern das Glück! Seht ihr, die können alle gar nichts. Was heißt alle, die zwei da? Böse Schwestern. Ah! Nichts da. Nichts da. Mehrmals, kannst du sie stoppen? Wenn ja, wäre ich sehr glücklich. Los, mehr Might! Brandung! Unter Umständen besiegen jetzt zwar die eine wieder, aber das macht nichts. Ja, die eine ist kaputt. Mit anderen Worten... Mit anderen Worten, jawohl. Wir konnten den starken Angriff abwehren. Das Ganze dauert wieder ein bisschen zu lange, wie ich finde.
So, und jetzt kommt ganz harmlos. Oh, unsere LPs füllen sich immer ein bisschen auf. Das ist super. Okay, okay. Ja, das Timing war jetzt ziemlich scheiße, ich weiß. Aber, mein Gott. Wir können es uns erlauben. Die Yokais von Nathaniel sind ultra stark. Los, Schirmschelm. Haut drauf. Schirmoku. Gut, ja. Ja, ja, ja. Ich bin bereit, ich bin bereit. Keine Sorge. Ich bin dabei. So, Schirmschelm gereinigt. Oh mein Gott. Klopfen. Ja, ja, herziger. Schön. Los jetzt. Hallo? Das Klopfen dauert ultra lange. Prügelt jetzt die Scheiße aus ihnen raus. Besonders aus Sylvie. Ja, hab dich. Nichts hast du. Nee, ich möchte nicht vorspulen. Ich möchte nicht den passenden Moment verpassen. Das wäre scheiße. So, jetzt! Ziel ändern. Ziel ändern und Ultisil. Und mehr Mais. Diesmal haben wir sie. Diesmal haben wir sie! Los, sag gute Nacht! Brauchen wir noch eine? Wir brauchen noch eine. Los, schnell! Schnell, 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 Yappa Kappa! Yappa Kappa! Greif an, verdammte Scheiße! Schnell! 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 Das darf nicht wahr sein! Oh Gott! Das gibt's nicht! Das ist ultra kacke hier! Oh mein Gott, ich darf das nicht mit den Ulti-Seals machen. Das dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Okay, aber ich sehe schon, ich muss Schirmschelm mal wieder heilen. Ja, ich darf das nicht mit den Ulti-Seals machen. Das ist ein bisschen doof. Das ist echt scheiße, dass man nur so kurz Zeit hat, um beide zu besiegen. Okay, als nächstes wieder beide auf Sylvia. Das heißt beide, alle! Hier, Sylvie. Ja, herziger. Ich denke, Schirmschelm kann nochmal angreifen. Und Tovenian. Oh, komm schon, Schirmschelm. Tovenian ist wieder beseelt. Ja, ist ein ultra langer Kampf, aber es geht. Es geht. Ich meine, es geht. Die können uns quasi nix. Die können uns quasi nix. Können uns quasi echt gar nichts. Moment, ich könnte wieder mal ein bisschen Heilung vertragen. Liegt das noch drin? Ja, ich glaube. Gute Geller, los geht's. Haut jetzt auf Sylvie, verdammt! So, beendet das Glück. Gut. Ich glaube, die drei Joker hier, das sind die stärksten, deswegen werde ich jetzt sie ein bisschen kämpfen lassen. Hovenian heilen, ja. Prügel jetzt auf Sylvie drauf, verdammt! Bitte. Ja. Ja, boostet euch nur. Das ist mir egal. Na, shit. Jetzt Goldie. Jetzt Goldie wieder ein bisschen. Jetzt konzentriert sein, Leute. Jetzt konzentriert sein. Greift sie an, verdammt. Macht schon. Das gibt's doch nicht. Warum haben sie jetzt die andere... Ey, niemand greift an, ja? Was soll denn der Scheiß? Ja, okay, aber sie heilen sich immer mit weniger KP. Gut, wir können es auch auf die harte Tour machen. Wir können es echt auch auf die harte Tour machen. Mein Gott. Mein Gott. Vielleicht ist es sogar so gewollt. Vielleicht ist es echt so gewollt. Reinigen. Sagt er, reinigen. Und jetzt prügelt wieder niemand mehr auf Sylvie ein. Das ist doch zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Aber, wie gesagt, kein Thema. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Es ist ein ultra langer Kampf, aber es kann uns eigentlich nichts passieren. Wobei, ohne Heilung könnte was passieren. So, Wichtel, komm, mach. Ganz harmlos. Und unsere KPs steigen immer mal wieder.
Aber wenn sie immer nur genau die angreifen würden, und denn ich sage, dass sie angreifen sollen, wäre das Ganze viel besser. So, jetzt die Ulti-Seel. So, Schirmschelm. Jetzt besiege bitte beide, ja? Jetzt besiege bitte beide auf einmal. Shit, und Hovenian ist nicht kampfbereit. Fuck! Tötet jetzt die Sylvie... Nee, es passt. Okay, Gott sei Dank. Mein Gott. Das war genug Schaden. Oh, Ehrenfehlgeld. Goldi! Sylvie! Nichts da. Die sind weg. Das sollte sie vom Wiederbeleben abhalten. Überbringen wir die Nachricht. An wen? Besiege Frau Fehrgeld. Aber doch nicht mit geschwächten Yokais. Nein. Wollt ihr mich verarschen? Wehe, ich komme nicht raus. Okay, ich komme raus. Ich komme raus. So, Yoka geheilt und wir speichern nochmal. Auf jeden Fall. Gut, und ich denke, der nächste Kampf, der wird brutal schwer werden. Brutal schwer. Und deswegen würde ich sagen, Leute, heute machen wir etwas früher Schluss. Das war's für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!